Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch, den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Ja, einmal ein Dieb, immer ein Dieb, denke ich mal. Und der Guti Sully, wollte ich sagen. Ja, der Sullivan auch mit dabei. Wir haben so einen schicken Overall-Anzug. Damit unser Normalanzug natürlich nicht kaputt geht. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Tja, sorry, Bro. Ich gehe mal hier entlang, vielleicht gibt's hier irgendwo einen Schatz. Können wir mal schauen. Ich weiß ja nicht, der läuft da ein bisschen entlang. Ich lauf mal hier ein bisschen entlang. Aber, ja, viel bringt uns eigentlich auch nicht. Vielleicht hier hinter dem Baum. Blinkt aber auch nix. Autsch. Dachte, der geht noch an die Kante ran. So, kann man echt irgendwie ein bisschen sprinten oder so? Nur normal laufen kann. So, hier sieht man schön den Hafen. Eigentlich auch ganz cool mit den ganzen Gebäuden hier. So runter am Berg entlang. So, und wir dürfen... ich verschwinde hier fast. In der Blumenwiese. Ja, hier wird's schon angezeigt. Genau. Unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Tja, Bruder, ich habe viel gelernt, während du im Knast rumgehockt hast. Und mit der Seife in der Dusche gespielt hast. Also auf das Handgelenk kommt es an. Lass mal sehen.
Ja, da kennst du dich aus, ist ja klar. Es war nur, weil er mir nur zugeschaut hat. Nicht schlecht. So, nun. Wo soll ich eigentlich hin? Ich denke mal hier rüber. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Wenn da drüben ist ein Balkon. Einmal hier. Okay. Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Ja, wir schauen mal. Ja, einfach. Komm, das Seil war schon dran. Das kann ja jeder. Kann mich ja nicht noch nach oben oder muss ich unten rum? Ich glaube, ich muss unten rum. So, da geht er auch mit unten rum. Dann sind wir, glaube ich, sicher. Hey, wir können uns von den Balken da schwingen. Bestimmt. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Okay, dann wie so eine Affenfamilie. So, jetzt will ich mal sehen. Auf geht's. Oh. Schon gut, niemand mag Angeber. Glückstreffer. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Darf ich auch an das Seil springen? Schaffe ich den Sprung überhaupt? Ah, nee, ich kann hier runter. Okay. Ich habe gedacht, der bröckelt so ein bisschen weg, weil er so hell war. War aber nur von der Sonne. So, einmal hier hin. Okay. So, es hätte aufs erste Mal gereicht. Aber wir rennen ein bisschen rum. Macht ein bisschen Fun. Whee! Ist nicht gedacht, dass er so weit rüber rennt. Aber okay. So, und hier darf man einmal rüberschwingen. Nein, nicht umdrehen! Schwingen mit links. Vorwärts gedrückt halten. Ah, nur gedrückt halten. Ich habe gedacht, immer so vor, zurück. Deshalb hat er sich auch umgedreht. Bene lista. Hey, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Hey, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Ja, und die sind schon dick bewaffnet. Oh Mann, hast du den gesehen? Dieser Schlägertyp war echt krass bewaffnet. Uns fehlen Knarren. Wir werden das so allglatt durchziehen, wir brauchen keine. Ja. Hoffentlich hast du recht. Wir haben hier Zitronen dabei. Aber ob die uns was bringen? Ja, mit denen können wir nichts machen. Leider, leider. Es sind ja richtig viele. Lauft der irgendwie in die Richtung, so oder? Viele Jahre. Muss ja da entlang. Kleine Dinge vermisst man am meisten. Ja, zum Beispiel. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Er vermisst kleine Dinge? Das kleine Ding hatte ich doch immer da dabei. Fenster. Ja, hier dürfen wir hin. Gut, wir sind fast da. Okay, müssen wir hier innen rein, oder? Ich lauf mal hier runter. Dann kommen wir hier raus, oder? Ah, hier, was... können wir uns hier rausschwingen? Für was das? Wow, 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 wow. Okay, Nathan? Spring einfach mal aus dem Fenster. Ich habe gedacht, der hängt sich vielleicht hin oder so. Aber irgendwie... Ja, wollte ein bisschen die Frischluft genießen. Wieso muss ich hier jetzt was hinmachen? Müsste halten. Ah, so. Und jetzt kann ich hier... Hüp! Ah. Halten. Ah, so umhalten. Okay, dann kann man sie sich hier abseilen. Hier runter. Mehr geht nicht. Und einmal hier rüber. Okay, komm runter. Ja, eigentlich kann man hier komplett auf den Boden. Das gerade Knacksen gehört. War das mein Knöchel? Oder war es nur ein Stein oder ein Ast? Als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos?
Fotos? Ja, aber nicht gerade dabei. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnung. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie. Du hast Zeichnung? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie hier entlang. Weil hier geht's ja nicht weiter, eigentlich. Hier komme ich nirgends hoch, oder? Hey. Er kann überall die Wand hochklettern, aber so an so einem Hakelgebüsch-Dingsbums, an so Kletterpflanzen, Kletterpflanzen, da will er nicht. Deshalb habe ich das Gefühl, irgendwie hier, uiuiui. Ja, ich meine hier, der, wohl der Ritz hier drin, ne? Ich weiß nicht. Ja, jetzt du bist dran. Wie geht's weiter, komm? Ist doch auch dein Plan. Ah, Moment. Oh, okay. Wir hätten gar nicht unten rum müssen. Ich glaube, wir müssen oben rum. Da gerade so einen Fadenmasch gesehen. Ist nur die Frage, wie wir hier jetzt am besten wieder hochkommen. Hier schon mal nicht. Ich wäre so ein bisschen blöd gelaufen. Ich glaube, wir hätten oben irgendwie rumspringen müssen, aber es geht ja gar nicht mehr. Ja, mit dem Seil mag er halt auch nicht hin. Aber irgendwie muss es doch möglich sein. Moment, Moment, Moment. Hier kann man nirgends hochklettern. So vorne rum mag auch nicht. Ja, wenn man auch gar nicht so einen Hinweis hat, vielleicht von hier. Oder hier entlang. Nein! Hier entlang. Hier hoch. Ist auch toll versteckt. So. Ach so, ohne Seil. So, nun kann man hier hin. Das ist eigentlich auch Schwachsinn. Hier reicht's eigentlich schon. Und schon sind wir oben. So, fast. Hier haben wir es doch. Einmal hier entlang. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Ja, komm. Oh, Mist. Oh, okay, doch. Klar da oben. Hat irgendwie recht gehabt. Ja, ja, geht schon. Das war ein mega Schwung hier. So, hier weiter nach oben. Bruder. Kommt schon hinterher. Ist halt auch nicht mehr der Jüngste. So, müssen wir jetzt wieder zurück? Hier irgendwo. Sieht aber auch nicht so aus. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. So, er hat das Seil. Nimmt ihr das gerade mit? Ich wollte schon hinspringen. So, und einmal nach oben. Dann müssten wir, glaube ich, da sein. Danke. Nathan? Nathan? Was? Okay. Alles ja. Klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel.
15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz was, wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Hm? Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, mach dir die Jahre echt nicht an. Ja, dann schauen wir mal, dass wir hier das Lichtchen ausschalten. Obwohl es gerade ganz cool aussieht hier mit dem Blau. So, ja, Scusi, meine Freunde. Wo genau muss ich hin? Hier die Bedienung. So, soll man Sally mal ein bisschen hinterher. Aber der geht ja nach unten eigentlich. Bisschen hier die Lage zu checken. Schmiere zu stehen. Ich will auch eine Zigarre. Wär's vielleicht noch ein bisschen authentischer. Willst du einfach so durchlesen? Ja, was steht denn da? So, Rossi Anwesen Auktion. Auktionsordnung. Die Auktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Bloß nicht verspäten. Alle Gebote sind bindend. Alle Zahlungen müssen bis Mitternacht getätigt werden. Preistreiberei und oder Zahlungsunfähigkeit werden streng geahndet. Falls erforderlich, kann der Transport ihrer erworbenen Objekte mit den Managern des Rossi-Anwesens arrangiert werden. Das heißt, die Fracht wird natürlich auch so ein bisschen, bewacht natürlich. So, was haben wir denn hier? Nummer 539. Sammlung chinesischer Bronzefiguren. 6 Terrakotta-Soldaten. 4 Terrakottenbogenschützen. Alter, hier auch die Summen teilweise. Hier 200.000, so pff, gar nichts hier dann. 8 Millionen, 5 Millionen. Nummer 37, Euphronis-Krater. Hier, Fabrikei. Aha. Hier eine Statue. Syrische Ikone. Hölzernes Kruzifix mit Gold und Silber. Ja, lauter Zeugs, aber ich denke mir, das ist ja nicht so wichtig, oder? Also, gehen wir mal alles durch. Alter, 10 Millionen! Könnte man ja richtig viel holen. Wobei, hat er nicht gesagt? Ah, nee, ich wollte gerade schauen wegen 400 Millionen, aber das ist ja nicht das Kreuz an sich, sondern dann wohl, wenn man den Schatz finden. Vom Weinkeller. Wir besaufen uns. Damit wir hier das Ganze durchziehen können. So. Einmal wohl hier in die Türe rein. Einmal ab. Asch.
Oh, der nimmt die ganze Zigarre. Die war doch noch nicht mal fertig. Egal. Okay, dann mal los. Na. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ganz unauffällig. Na, ah, der macht die Türe wieder zu. Lässt sie nicht fallen. Guck mal, wie der schon guckt. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Ja, ist ja nicht so, dass ich eine Kreditkarte klaue. Ist auch nur vor so ein kleines Türchen. Ganz unwichtig. Okay, müsste ich da irgendwie... Okay, wie funktioniert das? Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, ich hab erst die Lage gecheckt. Leute. Ich denke mal, der, wenn er stehen bleibt... Wie funktioniert das? Ich muss leicht drücken. Okay, ich verstehe nicht, wenn es dann so ein bisschen rumflackert. Ob ich dann stärker drücken muss oder... Oder schwächer. Das weiß ich eben nicht. So, ich tue ganz leicht, ne? Shit. Irgendwie mag das nicht so ganz. Brauchst du Wegweiser? Ich wärme mich nur auf. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu, okay? Ja. Gut. Los. Tja, die Drake-Brüder schlagen zu. Wo schön? Ziel verloren. Komm, du musst ablenken. Hä, wo ist er hin? Ist doch der Einzige mit einem relativ hellen Jackett gewesen. Und jetzt ist er schon weg. Ah, da hinten steht er, glaub. Bei der Eisskulptur. Ah, er steht richtig doof. Hey, Ladies! Oh, jetzt lasst er mich hier nicht durch. Und jetzt dreht er sich in die andere Richtung. Bruder, das müssen wir nochmal üben hier mit der Koordination. So, jetzt. Das Spiel erklärt halt auch nicht richtig, was ich machen muss. Komm. Dankeschön. Ja, easy. Lady, deine Gläser sind leer. Wollt mal neue. Beziehungsweise, wenn du das in meinen Keller musst, dann nicht. Hast du von hier gesehen? Es geht einigermaßen. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Aufdonnern? Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht.
nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Okidoki. Wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Ja, alles muss man hier suchen. Ah, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Das geht ja ganz schön weit runter in den Keller. Ein bisschen langsamer. Und wieder rennen. Okay, was haben wir hier? Oh, okay. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Okay, und wo läuft der hin? Keine Ahnung, wo der hinläuft. Achso, ich kann mich bewegen. Okay. Also da schon mal der Pausenraum von den Wachmännern. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Ja, vielleicht neu. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Plan B? Heißt? Achso, hat es auch vielleicht so eine Karte? Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Ja. Lieber doppelt gecheckt. Da will er durch. Ja, sieht aber alles zu aus. Was haben wir denn hier hinten? Na, geht doch. So, soll ich, in welche Richtung soll ich drücken? Nach vorne. Okay. Darf vielleicht irgendwie wegrollen oder so. Ja, habe ich auch schon gesehen. So, nochmal ein Türchen. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Ja. Außer wenn man wegrennen muss. Also, hier unten. Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fehlt. Hier unten hätten wir schon mal das Licht aus, aber wir brauchen es ja auch oben. Wo laufe ich überhaupt hin? Natürlich auch so eine Frage. Aber wir sind, glaube ich, schon mal einigermaßen richtig. Hier schon mal abgeschlossen. Weißt du, wenn er vielleicht auch mir das Feuerzeug geben könnte? Zugang hinter den Fässern.